I really appreciate that, man. Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Leute, EA Sports Vancouver Canada. Wäre nicht EA Sports Vancouver Canada, wären es nicht mal 10 Tage ohne irgendeinen Bug, ohne irgendwelche Serverprobleme oder sonstiges auskommen würde. Deswegen werdet ihr jetzt gleich in diesem Video nicht wie gewohnt die Packs sehen. Ihr werdet Packs sehen ohne Player Picks. Also am Anfang hat es noch funktioniert mit den Player Picks, Leute. Aber irgendwann hat sich EA Sports gedacht, nein, wir gönnen euch keine Player Picks mehr. Das heißt, EA, für alle, die es nicht mitbekommen haben, EA hat die Player Picks rausgenommen ab Gold 2. Warum auch immer, wenn man da gab es einen Fehler, du konntest nicht safe einen La Liga Tots-Spieler ziehen. Irgendwie so, deswegen haben sie die Tots-Dinger rausgekloppt. Ich glaube, ihr werdet die Anfangspacks mit Picks noch sehen, aber irgendwann dann halt nicht mehr, logischerweise. Ja, Leute, ich wollte mich nochmal bedanken für den... Warum sehe ich so gelb aus, Lul? Ich wollte mich nochmal bedanken für den krassen Support im Stream. Wir sind Platz 1 in den Trends gewesen, Freunde. Zum allerersten Mal Platz 1 in den Trends, sonst waren wir mal Platz 2 oder Platz 3. Wir haben es geschafft, Platz 1. Wie gesagt, Freunde, vielen lieben Dank für den krassen Support. Lasst gerne alle ein Like auf dieses Video da. Vielleicht knacken wir 15.000. 15.000 ist das Ziel. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, Leute. Ist kostenlos, würdet mich supporten, so wie es die letzten Wochen schon macht. Übrigens seht ihr bei mir 29-1 Rewards. Wir hätten 30-0 geholt, aber wir haben einen Disconnect bei 25-0 bekommen. Wir sind in meinen Augen seit 2 Weekend Leagues ungeschlagen. Läuft sehr gut, aber trotzdem haben wir nur Elite 1 Packs. Ihr werdet sie sehen. Ja. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Umut hat nicht in die Top 100. Sprachen lernen. Umut hat leider nicht in die Top 100. Bubble. Umut hat es leider nicht in die Top 100 geschafft. So. Digga, kann ich mal jetzt hier reinkommen? Can I get in? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Digga, was war das denn? Was war das denn, Digga? Digga, ich hab mein Handy nicht mal in der Hand gehabt, ne? Wieso hast du das nicht verstanden, Digga? Das war doch normales Englisch, Siri. So, Elite Rewards, die zweiten. Please, 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 please. Can I get someone Messi, maybe? One? Yes, yes, yes. Argentina? Yes? No? Oh. Digga, 5 spanische Spieler bekommt ihr zur Auswahl und alle Schmutz. Letzte Woche wurden wir rasiert von Standard-Skills, sag euch so, wie es ist. Wir hatten letzte Woche 45.000 Zuschauer, 40.000 Likes. Ich dachte einmal in meinem Leben, ich bin Platz 1 in den Trends. Ich guck, Standard-Skill hat gestreamt. Schade. Aber irgendwann holen wir uns Platz 1. So, ja, Freunde, keinen Stress bei irgendeinem YouTubern machen. Keinen Stress bei anderen. Oha, Digga. 5 türkische Spieler, also von der türkischen Liga. Das waren Quatsch-Rewards übrigens. Obwohl, Digga. Santi Cazorla, Kroos und Max Kruse. Kruse. Aber der hat voll die guten Werte, Kruse. Ein Bug? Okay. Das ist ja natürlich, Digga, das habe ich ja noch gar nicht gesehen, dass es Bugs bei EA Sports gibt. Also, ersten Top 100 Rewards des Tages von Lost. Platz 24 der Welt. Wir fangen jetzt an mit den Packs, Freunde. Erstes Elver Tots Pack. Ich möchte... Achso, wir haben ja noch die ganzen Packs. Lul. Picks. Voll vergessen. Die ersten von 5 Top 100 Rewards. Das Ding ist, ja, entscheide du, wen du da nimmst. So, Freunde. I need someone messy, someone klein, maybe? Einen kleinen, quirligen Eli Geller. Wie ich das damals war. Sowas brauche ich jetzt. Nee, aber wir sind schon mal in der richtigen Region. RF Argentinien. Das ist schon mal die richtige Region, Freunde. Ihr habt recht, aber das Nacktkissen holen wir erst beim Elfer-Pack, Freunde. Es ist ein bisschen ausgelaugt. Ich habe es zu hart rangenommen die letzte Woche. Es ist unter Druck, Digga. Das kann nicht so gut mit Druck arbeiten. Aber ich glaube an dich. I need this. I think you can do this. I think you can. I need one. Messi, maybe. Platz 24 der Welt, Mann. Ich möchte hier ein Suarez, Varane, Ramos, Griezmann, Messi. Einen von denen. Aha. Palejo. Ihr Eierköpfe, der heißt Palejo. Also wenn ihr Fragen habt, es lohnt sich auch, den zu folgen. Nicht so wie mir, Digga. Bei mir wird nur Scheiße hochgeladen in den Stories. Bei ihm könnt ihr... No. Deswegen würde ich nehmen. Also ist nicht so nice, sag ich euch ehrlich. Die Picks waren schon scheiße an sich. Ich mach mit was, Digga? Mit rechtes iPack. Meine Fresse. Da kann jetzt auch schon mal was drin sein irgendwo. Boah, RF. Nee. Ah.
Schade. Digga. Was sind das für Packs, Mann? Was sind das für 100k-Packs? Die sind so schmutz. Und bitte, EA Sports, ihr habt mich rasiert. Ihr habt mich gegen den Strich rasiert. Nicht mit, sondern dagegen. 25-0. Und dann habe ich geschwitzt für dieses Pack, was ich letztendlich nicht bekommen habe. Lost hat es bekommen. Ich möchte, dass er dafür belohnt wird. Braucht jetzt hier mindestens 2,5 Millionen. Sonst buche ich wieder einen Flug. Ich sag euch so, wie es ist. Mein Nackenkissen, du hast abgeliefert letzte Woche. Aber man kann auch nicht immer abliefern. Aber ich mache es jetzt auf, Digga. Tut es. Tut es bitte, Nackenkissen. Da, es ist noch so klein und frisch. Ja. Argentinien. Nein. Obwohl, Ramos. Ramos. Wir haben Sergio Ramos. Das ist sogar okay, glaube ich. Ich glaube, Ramos ist okay. Aber da kann Griezmann sein, da kann De Jong sein. Bitte, bitte, bitte. Ich mache sogar mit dem Auge das Ding auf. Gönnt. EA Sports. Ja, so 2,8 Millionen. Ich bin der Meinung, Freunde, dass es klar geht. Player Picks sind weg, was redet ihr? Digga, das ist nicht deren Ernst, oder? Als ob die Player Picks rausgenommen haben. Gott, Digga, die sind so los. Die kriegen es nicht hin. Ich schwöre, die kriegen es nicht hin, 2 Wochen lang ohne Bug zu leben. Die werden es nicht hinbekommen. Ich schwör's euch, Chat. Die werden das nicht hinbekommen. Aber das juckt die nicht. Das ist so schlimm. Das ist so, als wenn du zu einem Kind sagst, warum hast du das gemacht? Das war nicht gut. Und das Kind reagiert gar nicht drauf. Das sagt, ja, kannst du mir was von McDonald's mitbringen? Also völlig, boah, war das Beispiel lost. Völlig aus dem Kontext gegriffen. Die gehen auch nie darauf ein, Digga. So ist es, Digga. Du fragst den, warum hast du das gemacht? Und die antworten mit was komplett anderes. Du fragst, du bist Lehrer, du fragst den Schüler, was ist 5x5? Und der Schüler sagt, der Weltkrieg wurde... Okay. Was ist 5x5? Und du sagst als Antwort, mein Lieblingsessen ist Spaghetti. So ist es. Besseres Beispiel. Völlig was anderes. Keine Antwort darauf. Einfach nur. Und du sitzt dann davor und du fragst dich, hä? Was will der von mir? So fühle ich mich, Digga. Wir machen ein Chatpack. Bitte, 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 bitte. Einmal Glück haben. So ein weiß ich nicht, Digga. So ein... Ich weiß auch nicht, so ein Varan würde schmecken. Nicht groß, Digga. Nicht groß. Oblak? Oblak? Ah, bitte, De Jong. Bitte, De Jong. Digga. Habe ich gerade 220k mit einem 3er-Tons-Pack gemacht? Perfekt, Digga. So stelle ich es mir auch vor. So stelle ich mir es ja auch vor. Bei 25-0 ein Disconnect-Super kassieren. Einen besseren Donnerstagvormittag kann ich mir gar nicht vorstellen. Meine Picks nicht zu kassieren, mein 11er-Tons-Pack nicht zu bekommen, weil ich dafür nichts kann. Und dann ein Jan Oblak, ein Palejo und ein... Wie hieß der? Ich weiß nicht mal, wie der hieß, Digga, der 40k kostet. Genau so stelle ich mir meinen Donnerstagvormittag vor. Pusht mich, hört auf, Auge zu legen. Hört auf, Auge zu legen. Mann, Alter, ich dachte, es wäre Griezmann oder Varan. Ich habe gar nicht an Fekir gedacht. Ich dachte, es wäre Varan, ich schwöre. Ich dachte, ich habe schon Varan gesehen, Digga. Ich habe Raphael schon gesehen. Bitte, De Jong, dann bin ich zufrieden. Einigermaßen. Ach, Mann. Was will der von mir? Was will Lucas Perez von mir? Warum hast du überhaupt einen Tots bekommen? Digga, der kostet 40k. Lucas Perez kostet 40k. Und Palermo, Digga, du kannst auch da bleiben, wo der Pfeffer wächst. Ich zieh auch zum zweiten Mal, Digga. Ich zieh zweimal das gleiche Pack einfach. Ja, okay. 500k. Fekir ist okay. Nehme ich mit. Hätte schlimmer sein können. Ich sag mir so, wie es ist. Ich bekomme noch meine Picks. Wurde es gut rasiert? Ja, ist echt so, Digga. Also für dafür, was ich gemacht habe, ist es richtig schlecht gewesen. Sage ich euch so, wie es ist. Ist das lost, ne? Top 35 der Welt Rewards und du kriegst keine Picks. Du wirst einfach nicht beachtet. Das interessiert EA Sports nicht. Tim Jeckel mit einem VIP. Oh, Tots? Achso. Erkin. Der soll ja nicht so beliebt sein, ne? In der Türkei? Habe ich da recht? An meine türkischen Volksfreunde? Gewechselt von Fener zu Beşiktaş. Wirklich? Und er ist nur am Beleidigen? Lol. We make a open a pack jetzt? Und look. Bitte nicht jetzt mit Jan Oblak kommen. Das wäre das Schlimmste. Nicht Jan Oblak. Nicht Jan Oblak. Aha. IV. Ne. Fekir.
Das Problem an der Sache ist, dass da gar nicht mehr so viel sein kann, ne? Ich glaube, EA Sports Vancouver Canada hat schon wieder was gegen uns hier. Das ist Wahnsinn. Warum schickst du mich? Oh, Diego Carlos. Wir haben souveräne 2,1 oder so mit Abzug. Ja, ich weiß es nicht, Digga. 2 Millionen oder so. Das ist schon sehr scheiße. Nennen wir das Kind beim Namen, das ist schon sehr scheiße irgendwo. Wir machen jetzt einfach mal auf, würde ich sagen, Freunde. Das dritte Totspack von heute, Elva Totspack. Einfach mal Argentinien EA Sports. So schwer ist es nicht. Edigella ist der allererste Packst hier. Digga, ich hab's euch gesagt. Man wird belohnt, Digga. Man wird belohnt, wenn jemand schlecht zu einem ist, man wird belohnt. Rafael Varane, der zweiteuerste Spieler aus dem ganzen Topf. Edigella for President in den Chat. Ich hab mich nicht zu früh gefreut, weil Fekir oder Griezmann. Da ist jetzt noch was. Ich riech das, Digga. Looked. Ey, das kann nicht sein, Mann. Warum nicht mein De Jong? 2,8 Millionen. Das ist auch nicht so gut eigentlich an sich. 2,8 Millionen nimmt man mit, aber es ist wie das erste. Und da hatte er Ramos, ne? Ramos und De Jong. Man braucht zwei, Digga. Guck mal, da ist sonst niemand über 400k wert. Und das ist schon echt schlecht für Tod-Verhältnisse. Die Player-Picks backen hier rum. Also heute hat jemand Fettauge gelegt. Hundertprozentig. Mein erstes 3... Tod... Argentinien, IV, Real, aus einem 100k-Pack, Digga, 100k-Pack, Sergio Ramos, ich kann nicht so laut sein, sonst kommen meine Nachbarn rüber und treten mich zusammen, die sind so schon aggro. Einfach Ramos aus einem 100k-Pack, lul. I really appreciate it, man, I really think so. Eli wird von Stream zu Stream loster, nee, das ist einfach so bei mir. So, Freunde, das vierte Top 100-Pack von heute. Danach gibt es Elite 1 Rewards von Umut. Alle nochmal hier Support da lassen auf den Stream, Like und Abo, sage ich zum 40.000. Mal. Er hat hier gerade Ramos gezogen. I'm early. Der hat gerade Ramos gezogen. Maybe Argentinien. IV maybe. Digga, das ist gut. Ich darf nicht so laut sein. Er hat Varane und Ramos gerade gezogen. Also Ramos in einem 100k-Pack und jetzt Varane. Das sind schon mal safe 1,5 Millionen. Und da kann noch was hinter sein. So ein De Jong. Maybe Ramos again. Fekir. Ramos nochmal. Das war Schmacko. Digga, wie viele 96er und Diego Carlos. Lol. Das ist ja das krasseste Pack gewesen, was ich gesehen habe bis jetzt. Das ist richtig gut. Das Pack ist 4,5 Millionen wert oder so. Das schmeckt, Digga. Sowas schmeckt sensationell. Picks gibt es nicht, Umut, falls du es nicht mitbekommen hast. Es gibt keine Picks. EA hat die Picks rausgenommen. Qualität ist sehr top, ja. Der hat Sucuk-Internet zu Hause. Und jetzt können wir, glaube ich, auch wieder was Gutes ziehen, Digga. Das ist ein grüner Link zu Rüdiger. Kann man gut bauen, auf jeden Fall. Und hier haben wir, könnte auch wieder ein Torwart sein. Torwart Deutschland, Spanien. Gut linkbar. Marc-André Ter Stegen, auch zu Sokrates linkbar. Digga, na jetzt mal Real Talk ist ein gutes Dreierpack. Diego Carlos hast du gezogen, der kostet 700k. Also da wurden heute viel schlechtere Sachen schon gezogen. 1 Million ungefähr aus dem Pack. Liebe dich, bist der Beste, ja. Und jetzt hier nochmal so Messi. Kann man auch nochmal was ziehen? Frankreich, einfach Frankreich und du bist sicher. Hat man so sicher 600k. Oblak. Torhüter sind bei dir auf jeden Fall am Start. Bei Torhütern brauchst du dir keine Sorgen machen. Noch ein super Torwart. Aber da kann noch De Jong sein. Chill. Da ist aber kein De Jong. Das ist auch nochmal ein stabiles Dreierpack. 100k. Jan Oblak 100k. Gerard Moreno kostet auch nochmal seine gute 100k. Also nochmal so 300k. 1,3 Millionen. Ja. Ich sag dir ehrlich, ich habe 900k gemacht. Du hast 1,3 Millionen gemacht. Also beschwer dich nicht, Digga. Geht wirklich schlecht. Da wurden heute schon 3er-Sets gezogen, Digga. Da hättest du dich wirklich umgedreht im Grab. Das war's vom Video, Freunde. Wie ihr gesehen habt, wurden wir gut rasiert ohne die Player-Picks. Nichtsdestotrotz waren manchmal ganz gute Packs dabei, aber es war nicht annähernd so wie beim Premier League Tots. Generell ist die La Liga in meinen Augen die uninteressanteste Liga, was man so ziehen kann. Außer Messi war da halt nicht wirklich ein Brecher dabei. So richtig krass. Wie gesagt, lasst ein Like auf das Video da, abonniert den Kanal kostenlos und das war's von mir. Wenn ihr das Video seht, nachher stream ich, lasst knacken, Alter, ciao.